Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Wir sind im Powerhouse Berlin. Der 14-jährige Robin, 1,58 groß. Ja, und 58 Kilo leicht. Leicht, genau. Und das ist sein Bruder, das ist Jill. Wie groß? 1,70 groß und 65 Kilo. Ganz genau. Folgende Geschichte. Jill hat mir gesagt, er kotzt richtig ab, weil sein kleiner Bruder ihn einfach in allem abzieht. Da kann man beim Wachsen zugucken, du musst dir den Arsch aufreißen und bist total unzufrieden. Wir zeigen euch heute, dass sie die beiden sich nicht miteinander vergleichen sollen, indem wir sie miteinander vergleichen. Erst Band drücken und dann werden die beiden Posen gegeneinander machen. Also ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wir haben jetzt 60 Kilo auf der Bank und jetzt wird gedrückt. Let's go. 60 Kilo sind auf der Hantelbank. Also schon mehr als das eigene Körpergewicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel willst du noch machen? Robin, ja. Erstmal nur 8 Wiederholungen, noch ein bisschen höher gehen. Und jetzt gucken wir mal, was der liebe Jill schafft, ob der da nachziehen kann. Leg dich hin, na komm, leg dich hin und drücke. Hat natürlich folgendes Problem, er hat viel längere Arme, also hat er schon mal einen längeren Weg. Oder? Wir können ja mit den Armlängen vergleichen, aber es sieht so aus. Und die Hand, komm, ordentlich. Beine auseinander, Stabilität, Schulterblätter zurück, Brust raus, 2, Handgelenke stabil, 3, Schub, 4, Schub, 5 und 6, Brust raus, 7, Schub. 8 Schub. Jawohl, prima. Gut, okay. Also definitiv einen längeren Weg. Ich könnte mal gerne in die Kommentare schreiben, aber es sah für mich auf jeden Fall so aus, als müsste deine Strecke, müsstest du mehr Strecke vollbringen. Zieh mal die Schulterblätter noch mehr zurück, die Brust mehr raus, die Knie auseinander und den Arsch fest anspannen, auch beim Bankdrücken, für mehr Stabilität und vielleicht auch ein bisschen kleineren Weg. Wir gehen auf 70 Kilo? Ja. Warum haust du eigentlich immer ab, wenn du nicht Alter, komm doch her! Ey, es geht hier auch heute um dich, mein Lieber. Du musst nicht mal wegrennen. Er ist noch ein bisschen kamerascheu. Wir haben natürlich 14- und 18-Jährigen. Bei Robin will ich eigentlich nicht, dass der so schwere Gewichte bewegt. Also unter 8 Wiederholungen oder unter 10 Wiederholungen geht. Aber ich sehe es immer bei Instagram. Und letztens hast du sogar bis auf 80 Kilo gegangen. Vielleicht sollten wir das heute auch mal machen. Ich meine, du es sowieso immer machst. Immer mache ich es auch nicht. Ich mache vielleicht. Also Maximalkraftsätze. Alle 4 Wochen auf jeden Fall. Ja, alle 4 Wochen auf jeden Fall, aber mehr nicht. Sonst immer auf Wiederholung. Aber du bist ja stabil. Allen anderen Jugendlichen, 14, 15, 16 Jahren, würde ich davon auf jeden Fall abraten, Maximalkraftversuch zu machen. Auf jeden Fall nicht. Alrighty, come on. ZNS. Wie viel machen wir? Das sind 70 Kilo. Ich würde sagen, 8 Wiederholungen. 8 Wiederholungen? Ich weiß es nicht. Alter Falter. So viel wie es geht. Dann machen wir 6 und dann gucken wir mal. Wenn die 6 solide kommen, dann darfst du das Gewicht erhöhen. Okay. Ist das eine Motivation für dich? Ja. Okay. Technik on point. 1, 2 ab. Und 1 Schub. Genau so. 2 Schub. Super. 3 Schub. 4 Schub. 5. 6. Okay, prima. Also Progression ist bei Robin da, denn wir haben ja schon mal Bankdrücken zusammen gemacht. Schaut mal in die Playlist. Bankdrücken mit Robin. Es läuft auf jeden Fall bei dir, ne? 58 Kilo Massemonster. Und bei dir, Jill, ist es auch vorangegangen, oder? In den letzten 2 Monaten auf jeden Fall ein bisschen weiter rangekommen an meinen Bruder. Hat den Muskelmaximierer mein Muskelaufbauprogramm gemacht und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Einen doppelten Dreier-Split-Plan hast du, glaube ich, gewählt. Und jetzt geht's voran. Aber du hast natürlich einen Vorteil, du machst nicht nebenbei noch 2-3 Stunden Ring. Ja? 5 Mal die Woche gefühlt. Das hilft dir auf jeden Fall. Ready when you are. 6 Wiederholungen? 6 Wiederholungen. Die wirst du jetzt schaffen müssen, Alter. Sonst ist das Battle vorbei. Das Knie auseinander, Füße in den Boden, Schultern zurück. Ready? Okay, gut. Und 1 Schub. Super Technik. Aber das sind 2 Push. Jawohl. 3 Push. 4 Push. Jawohl. Kontrolle. Lass die Brust oben. 5. Kontrolle. Und 6. Durch. Super gemacht. Schön. Hat mir besser gefallen als die 60 Kilo. Aber ein bisschen wackelig im Handgelenk. Die musst du auf jeden Fall noch stabiler bekommen. Ne? Okay, bist du bereit, Mann? 80 Kilo. 80 Kilo, ich will 100% Technik sehen hier. Kein Kamikaze mit 14. Also vernünftige, schöne Wiederholung. Come on. 1, 2, ab. 1. Maschine. 2, Schub. Brust raus, komm. 3, oh, komm, ordentlich. Nicht fallen lassen. Kontrolle. 4, zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf.
Okay. Junge, 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 3,5. Eieiei, mit 57 Kilo Körpergewicht, 80 Kilo, dreimal gedrückt, im Alter von 14 Jahren. Bitte nicht nachmachen, bitte nur 10er Wiederholung machen, okay? Da muss der Jill erstmal rankommen. Das wird nix. Das ist ja das Kleinste. Das Battle hier, Mann! Das wird schwer. Ja, aber du kannst es zumindest versuchen, ne? Eine schöne Wiederholung, wollen wir sehen. Die ist drin. Wie fühlt sich das an, wenn der kleine Bruder, 4 Jahre Junge, irgendwie deine Gewichte wegballert, oder? Fehlt die Motivation ab und zu schon mal. Aber du hast dich trotzdem gesteigert. Ja, in den letzten Monaten. Das heißt, du bist jetzt schon stärker, als du es vorher warst. Und das ist die wichtige Message. Das stimmt, ja. Daran musst du dich orientieren. Genau. Ihr natürlich auch. Und ich selber mich auch, weil mir fällt das auch schwer. Ne? Das ist nicht so einfach. Okay? Let's go. Rock'n'Roll. Ordentlich. Du darfst schweren falsch machen, du bist 18. Mach dich stabil. Stell die Füße breit, breiter, stabiler bist. Rutsch ein bisschen zu mir. Brust raus, komm. 1, 2, ab. Spannung, Spannung, Spannung rein. Spannung rein. Und 1. Schön. Noch 1, komm. 2. Schub, zum Kupf, schub, durch. So. Na siehste. Persönlicher Rekord, oder? Na siehste. Und die waren technisch sogar noch einen Ticken besser als die vorher. Also nur ein Wiederholung weniger. Gut. 4 Jahre älter, ein paar Kilo schwerer. Aber jeder tut sein Bestes. Robin maximal unimpressed. Du hättest ihm jetzt auch gratulieren können. Also, ey, cool, Brother und so. Danke. Richtig krass. Jungs, so und jetzt gucken wir uns das Ganze mal die Bodies an. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ihr das Shirt noch anlassen könnt, oder? Du hast dich eh schon 50.000 Mal hier halb nackt gezeigt, jetzt hier ein Shirt aus. Aber beide eine richtig gute Form. Lass dich mal hier durchführen. Stell dich mal hin. Und du hast richtig aufgebaut, Jill. Stell dich genau neben ihn auf meine Linie. Wenn du dahinter stehst, ist nämlich kacke. Eieiei. Und du beschwerst dich. Mach mal so einen Muskulär. Oder so, ja, ganz genau. Robin auch, der Urlaub ist ihm gut bekommen. Ja. Du hast im Urlaub nämlich keinen Ring gehabt und hast dann nur noch trainiert. Und man konnte bei Instagram zugucken, wie du explodiert bist. Mach mal Robin Bizeps-Pose hinterher. Du beschwerst dich, Alter. Aber so verschieden können die Körper sein, ne? Ja, ich habe ja die Gene von meinem Vater eher übernommen als mein Bruder. Der kommt eher nach meiner Mutter. Ja? Der war früher auch relativ stark im Bankdrücken, ne? Ja, war auch relativ stark im Bankdrücken. 162,5 Kilo Bankdrücken. Aber dazu muss man sagen, war auch nicht so schwer. Ich glaube, vielleicht 75 bis 80 Kilo. Ja, relativ gesehen schon das Doppelte an Körpergewicht. Ja. Also das ist schon stark. Zeig mal nochmal von hinten. Solide, Alter. Das mal ohne Witz, Jill, ne? Also du musst dich, da kommen wir noch ein bisschen näher ran. Ja, aber strukturell sieht man schon Ähnlichkeiten, ne? Wobei ich dein Rücken sogar noch ein bisschen, ja, mach mal die Lackhose. Öffne mal die Flügel richtig. Das kann dein Bruder besser. Breit machen. Ja, so kannst du es gut, genau. Super spannend. Oh, noch ein Strecker. Da sehe ich auch schon wieder Veränderungen bei dir. Junge. So, Beine lassen wir jetzt mal aus. Obwohl, willst du Beine zeigen? Zeig mal kurz, zieh mal kurz die Hose hoch. Einmal kurz. Ja. Oh, guck mal, deine Beine sind ein bisschen besser als deine. Jetzt komm, jetzt musst du einen Vergleich bringen. Nebeneinander stellen. So, jetzt Achtung. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wer euch besser gefällt. Ich meine, du bist natürlich ein bisschen größer. Da könnte er sich jetzt auch bei dir beschweren, so von mir, ja, ich bin so klein geworden und du bist ja viel größer als ich, so machst du aber nicht, oder? Nee. Und jetzt mal die wichtigste Frage, wer ist besser in der Schule? Also gewesen dann in dem Fall? Ich glaube, das ist nicht schwer, ne? Also wie ich gehört habe, warst du der bessere Schüler. Ja. Du hast auch mehr Zeit zum Lernen gehabt, weil du nicht immer nur Sport gemacht hast. Und vielleicht bist du auch ein bisschen klüger oder lernst besser. So kann jeder immer irgendwas besser als der andere. Das ist auch völlig legit. Am Ende wird es immer jemanden geben, der besser als man ist. Ja. Es gibt immer jemanden, der besser ist und das ist auch völlig in Ordnung. Leute, ihr habt jetzt die Chance, nochmal jemanden zu grüßen. Wollt ihr jemanden grüßen? Blödsinn. Ich grüße Jacqueline aus der 7C. Jetzt die Chance gerade.
da habt ihr jetzt auf deinem Instagram jetzt mal gesagt. Ihr könnt gerne bei mir auf Instagram vorbeigucken. Robin X Villa. Und ich bin jetzt auch auf TikTok aktiv. Da könnt ihr nämlich auch mal vorbeigucken. Du hast richtig Gas gegeben, Alter. Du hast schon weit über 10.000 Follower jetzt. Ja. Und im ersten Video waren es irgendwie 1.500 oder so, wenn überhaupt. Im ersten Video waren es 300 Abonnenten. 300? Oh. Also läuft bei dir auf jeden Fall. Dann machst du auch immer ordentlich Werbung für deinen neuen Kooperationspartner. Ne? Mhm. Ja? Jill, hat mich gefreut. Vielen Dank. Inge, du bist zufrieden damit, oder? Ja. Jeder kann was erreichen, wenn er nur dranbleibt und das Maximum, was ich rausholen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten Johannes 20. Ach, ihr habt eh schon abgeschaltet. Macht's gut. Ciao, ciao.